Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde, zweiten Runde Cluedo, nachdem unsere Meisterdetektivin Inka die erste Runde schon im Schnelldurchgang gewonnen hat, während wir alle noch völlig ahnungslos waren. Verlangen wir natürlich jetzt eine Revanche. Revanche. Eine Revanche, wie der Experte sagt, genau. Und ich würde sagen, jeder braucht jetzt erstmal noch kurz Zeit, um seine Startverdächtigen zu streichen hier. Ich find die Tatwaffen übrigens total geil. Da kommt so einer in dein Zimmer mit so einem Strick in der Hand, so: Oh, Darling, was hast du vor? Ein Henkersstrick, was könnte das ja, bloß die, werden? Die berühmten Fesselspielchen. Ja. Genau. Sinn hätte weiß Bescheid. Ja, normalerweise nimmt man die Seitentücher, aber... Ja, man kann auch einfach mal den Henkersstrick nehmen. So, wer fängt jetzt an mit Würfeln? Lumpi, oder? Weil eben Inka. Klingt gut. Lumpi, do it. Oh, Lumpi geht mit ganz großen Schritten von hinten in den Flur. Achso, ich bin dran. Sag das doch. Ja, prima. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. War toll, wie ich wieder vor der Eingangstür stehe und in den Speisesaal schon hineinluke. Nee. Ja, Freddy wäre mit vollem Karacho voraus. Im Salon, Entschuldigung, ist ja gar nicht das Speisezimmer. Inka, ich glaube, das ist dran. Wenn es das Speisezimmer wäre, wäre Freddy mit vollem Karacho durch die Tür gerannt. Ich glaube, Inka hat so eine Cheater-Position. Da kommt man von 2, 4, 6. Da kommt man mit der 7 da schon rein. Das ist ja voll gemein. Ja, ja. Kommt man. Ja, ich sage, es war Professor Blom mit dem Dolch. Dem Dolch. Im Wintergarten. Im Wintergarten. Dann hau mal raus, Lumpi. Professor Blom, Dolch, Wintergarten. Muss passen. Yep. Lumpi, du bist dran. Eine Sekunde. Und Danke, Lumpi. Danke. Lumpi ist voll am Abkacken. Lumpi, wo racest du hin? In die Küche. In der Küche beschuldige ich. Mich, also Frau Weiß, mit dem, ja, nehmen wir mal hier, wir nehmen die Rohrzange, ich bin ja Ingenieur, da kann man nochmal eine Rohrzange nehmen. Also mich mit der Rohrzange. Du musstest gerade einen Rohrbruch, Küche. Oder? Ja, wie? Genau, ja, genau, in so einer Küche ist eine Rohrzange ja auch durchaus, ich passe. Gea. Bei dir hängt im Übrigen da was raus. Man sieht nicht, was es ist, aber deine Karte hängt da. Ja, das ist auf meiner Karte, in meiner Hand. Ja, hast du es mitbekommen? Du musst Lumpi eine Karte geben. Ach so. Küche, Rohrzange, Frau Weiß. Auge. Was mit mir? Du kommst. Nee. Wenn Lumpi dran war, bist jetzt doch. Echt? Boah, geht das schnell, krass. Ich bin ja. Guck mal, Auge, freie Wahl. Freie Fahrt voraus. Ja, also. Ich selbst habe im Salon jemanden mit der Kraft des Kronleuchters umgebracht. Ich sag schon wieder Kronleuchter.
Also wenn du es mit dem Kronleuchter schaffst, dann Prost Mahlzeit. Also ich kann das nicht widerlegen. Aha. Mhm. Wer ist rot nochmal? Gloria, okay. Victoria im Salon, okay, mit dem Leuchter. Nein. Lumi, okay, was kannst du mir geben? Gloria im Salon mit der... Oh, scheiße. Du bist ein Vollidiot, weißt du das? Dumm. Ja, so viel zu dem Thema. Du bist ein Idiot. Ich will jetzt alle meine Haken machen. Falls alle hingeguckt haben. Also wirklich nett. Hast du es gesehen, Inka? Ja. Ja. Toll! Gut gemacht, Lumpi! Es ist spät. Es ist spät. Ich bin unfähig. Aber beruhigt, Ger hat's auch gesehen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Jetzt benefitte ich hier gar nicht von meiner Runde. Ich glaube, ich sollte Selbstmord committen. Also, es war Frau Weiß im Musikzimmer. Dann aber bitte wirklich mit dem Kronleuchter. Fräulein Weiß, Musikzimmer, mit was? Mit der Pistole. Mit der Pistole, Inka, dann erschießt Gerber mit der Pistole. Inka. Nein, hab nix. Dumpi. Was ist denn das da oben? Musikzimmer? Pistole, Musikzimmer, Weiß. Warum hast du mich denn jetzt ins Musikzimmer gezogen, du Arschgeige? Alles klar. Ger guckt sich sowas an, so. Mhm. Ja, als Ger tut wieder so, als würde er kombinieren. Als würde er etwas verstehen. Übrigens, bei so einem Detektivfall würde ich Lumpi folgendermaßen einschätzen: nicht mit der Zigarre und dem Whisky, sondern Lumpi sitzt in einem Sessel, hört einfach nicht zu, was die anderen bereden und tippt die ganze Zeit auf seinem Smartphone rum. Das wäre eher Lumpi. Ich behaupte, es war Porz mit dem Heizungsrohr im Musikzimmer. Also. Muss ich mich jetzt auch noch ins Musikzimmer stellen? Ist ja gerade Party. Ich bin im Musikzimmer, aber du kannst gerne dazukommen. Lumpi, weiter. Um das mal aufzuklären, ich sitze auf dem Sofa. Ich habe das Spiel auf meinem großen Fernseher. Oh ja. Und eine Funktastatur auf meinem Bein. Und eine Funkmaus neben mir. Ja. Keine Pfeife, keine Zigarre, aber ein Whisky. Und ein Funk-Headset hast du auf? Definitiv falsche Aufstellung. Warum sitzt nicht deine Freundin auf deinem Schoß? Und du darfst übrigens. Weil dann die Tastatur kaputt gehen würde. Aber du bist dran. Außerdem sitzt die wahrscheinlich auf dem anderen Sofa. Muss man jetzt nicht weiter kommentieren, oder? Die sitzt du nicht mal auf eine Tastatur, dann geht die kaputt. Deine Freundin sitzt im Musikzimmer. Genau. Mit dem Dolch. Oder im Bücherzimmer. Mit dem Dolch, genau. Zumpi, Würfel. Ich bin ins Musikzimmer gezogen worden, das heißt, ich bleibe dort. Genau. Ja. Und klage an. Du darfst erstmal beschuldigen. Ja, also, ja, das meint er. Du stellst eine Vermutung auf. Stelle eine Vermutung auf. Genau, ich erzähle Blödsinn. Mhm. Frau Weiß, wir hatten das Seil noch nicht, irgendwie immer das Seil. Mhm. Ja, im Musikzimmer. Auge. Frau Weiß, Seil, Musikzimmer. Ich passe. Ja. Ich hab auch nichts. Ja, ich komm zuerst. Ach so. Bravo, das jetzt klang halt. So, als hättest also, du Ger, ich wollte gerade sagen, Ger kommt so. Ja. Und nu? Das kann jetzt auf zweierlei hindeuten. Entweder er wusste schon, dass er drankommt, weil er alles davon hat und jetzt nur aussuchen musste. Ach, stimmt, was, es kann auch einer mehr als eins haben. Oh, das ist alles so kompliziert. Inke, wie hast du das eben gemacht so schnell? Ich krieg Kopfschmerzen davon. Nee, ich will gar nicht, ich gehe rüber in den. Oh, ist die Napsen brennen schon wieder. In den Wintergarten. Ja. Und genau. Ich verdächtige Inka. Yay! Könntet ihr bitte bei den Farben oder bei den Namen bleiben und nicht, weil ich weiß nicht, wer Blau. Ich verdächtige Blau im Wintergarten mit Dachs. Der Axt. Die immer noch nicht vorhanden. Mit der Axt! Was willst du noch bei Auge? Ich weiß es noch nicht, ich überlebe gerade noch. Halt die Klappe. Ich dachte, du suchst.
Mit der Pistole, so, hier, Inka ist eine Frau, Inka muss jemanden in den, muss den Mann in den Rücken schießen. Ja. Bitte? Okay, hat sich erledigt. Spreche so, sie frei. Jetzt. Ups. Wir hatten übrigens den Gelben noch gar nicht unter Verdacht hier. Oberst von Gato. Hallo, ihr! Oh, yeah. Hallo! Ah, er ist wieder da. Jetzt ist aber richtig Party. Im Wintergarten. Also. What a show im Wintergarten. Here we go. Ja. Dann hau mal raus. Och, Gier, tu doch nicht, als ob du denken würdest. Sag einfach drei Sachen. Es war der Gelbe. Wenn wir schon bei dem noch Oberst. Nicht angesprochenen Oberst sind, ja. Ja, Oberst. Mit dem Seil. Wo ist denn das Seil? Da ist das Seil. Im Wintergarten, okay. Linke Haus. Oh nein. Lumpi? Lumpi, du nein. Müsstest einspringen, ich hab nix, leider. Ich auch nicht, ich auch nicht. Du auch nicht? Ich auch nicht. Was? Now you know things. Da mich Auge ja in den Wintergarten gezogen hat, behaupte ich jetzt einfach mal, es war Professor Blom mit dem Monokel. Ja, das fehlt eigentlich noch. Mit dem Leuchter im Wintergarten. Blumen war welche Farbe? Lila. Okay, Lumpi, du bist dran. Liegt eigentlich alles im Wintergarten? Oh nee, Frau Weiß ist nicht im Wintergarten. Und das Heizungsrohr. Lumpi und das Rohr. Lumpi, geh in den Wintergarten und schlag hier mal mit dem Heizungsrohr an. Okay. Oh nein. Schaffst du das überhaupt? Ach, da ist die Tür. Na gut, okay, ja. Ja, Lumpi, okay, also, ich sage, dass Reverend Grün, der ja schon drin ist, mit dem Heizungsrohr, was irgendwo daneben liegt. Im Wintergarten die Damen und Herren, wen auch immer, erschlagen haben soll. Inka, wie heißt nochmal das Mordopfer? Das ist ein Dr. Schwarz heißt er, glaube ich. Ach ja. Also ich bin dran. Ja. 10! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich sage. Es war Tusch. Ich sage, es war im Billardzimmer Baronin von Ports. Ports, nicht Port. Blau. Ports mit der Knifte. So wie Hurz, nur mit PO. Mit was? Der Knifte. Der Pistole. Das Hurz mit PH? Nein, vergiss es. Ich sag nicht Pistole, ich sage. Gute Entscheidung. Mit. Ja, du sagst. Dem Seil. Da hat jemanden im. Da kann ich nichts hinzufügen. Im Billardzimmer. Erhangen. Erhangt. Ja. Inka wird das widerlegen. Ah, Inka widerlegt das. Spoiler doch so nicht. Hast du mir einmal meine Träume kaputt gemacht. 8. Vor allem spoilert er es mit Dingen, die er selbst noch nicht wissen kann. Ja, ich glaube, er wollte einfach mal Behauptungen aufstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au.
Der fiel durch eine Wand in den Flur und muss bitte neu würfeln. So ein Scheiß. Geh zurück auf los. Ziehe keine 4000 Euro ein. Also, im Billardzimmer. Sind wir im Billardzimmer? Ja. War es Fräulein Gloria? Gloria Victoria, wie de Witt. Dem Seil. Heißer Gloria Victoria, wie de Witt. Bum, bum. Seil, Billardzimmer, Gloria. Mit Koks und Nutten waren die das hier. Ika! Ich bleib mal im Billardzimmer stehen. Macht es. Behaupte, es war Oberst von Gatto mit der Rohrzange. Muss passen. Ich passe auch. Ja, könntest du bitte nicht deine Secret Zone bis hierhin erweitern? Da wir noch so ein Pnöbel dran kleben. Jo. Danke. Lumpi. Das kleine Krokodil. Jetzt kommt Sinn jetzt sogar hier noch um Live-Zaungast zu spielen. Gloria. Victoria, wie der Wittbum heißt. Wie bist du da jetzt hier gekommen? Du warst im Wintergarten. Okay. Ja. Der ist durch. Warum muss ich denn jetzt wieder hier durch die Gegend gemoved werden? Das habe ich selber angepunkt. Gloria, Dolch, Musikzimmer. Auge. Okay, Auge, Auge hat was. Und Auge kommt dran. Dim, dim. Dum, dum, dum. Das ist doch die scheiß Rohrzange in Frieden. Bist du dumm oder so? Ich bin dran. Schnell würfeln. Da kannst du jetzt fast überall hin. In die Küche, in den Wintergarten. Ja, ne, vielleicht schafft das nicht bis ins Arbeitszimmer. Oder die Halle, das könnte auch schwierig sein. Okay, ich sage, im Wintergarten war es. Ja. Reverend Grün. Ach, fuck you. Ja, ich habe dich überführt. Ja. Mit dem Leuchter. Genau, mit dem Kronleuchter. Ich habe nicht Kronleuchter gesagt, ich habe es nicht gesagt. Du hast es gedacht. Ich habe es gedacht, ja. Du musst es widerlegen. Lumpi, widerleges. Lumpis Hand zuckt. Lumpi weiß gar nicht, was er machen soll. Lumpi verzweifelt schon. Hast du zugehört, Lumpi? Wintergarten, grün, Leuchter. Lumpis Hand verzweifelt über das Spielfeld. Haben alle anderen schon gepasst? Ja. Ja. Okay, dann muss ich auch passen. Ja, du bist dran. Ja. Gott sei Dank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Meine Damen und Herren, ich sag euch, wer es war. Es war Oberst Gatto im Wintergarten mit dem Seil. Hey, dann gerne. Mach mal. Guck mal nach. Ja. Lustigerweise Interessanterweise konnte ich zwei von diesen Karten sehen. Ist egal, Gerd hat's richtig gelöst. Gerd, gut gemacht. Ich bin bei. Nee, das war einfach Klack, weil ich nämlich einfach, als ich da in den Wintergarten reingelaufen bin, habe ich einfach irgendwas Randommäßiges gesagt. Und ich hatte keine der drei Karten auf der Hand und ihr hattet sie ja auch alle nicht. Sag mal, was habt ihr da? Warum habt ihr eigentlich alle so viele Ponöpel bei euch da drauf stehen? Ja, das ist eine gute Frage. Inka, rechtfertige dich. Also das ist das jeweils, von wem ich es gesehen habe, beziehungsweise die ganz vorne stehen, sind die, die ich
definitiv als Teil der Lösung quasi erachte. Erste Reihe ist das, was ich selber als Karten auf der Hand hatte. Zweite ist das, was ich von Lumpi gesehen habe. Dritte ist das, was ich von Auge entweder wusste oder gesehen habe. Und vierte Reihe ist das, was ich von Ger wusste oder gesehen habe. Woher weißt du, ohne gesehen zu haben, welche Karten die haben? Ja, wenn du zum Beispiel fragst nach einem Musikzimmer und Professor Blom mit, ich glaube, es war der Leuchter oder der Dolch oder sowas, dann weiß ich, weil ich von dir vorher das Musikzimmer gesehen habe und selber Blom habe, dass wenn Auge dir was gibt, es nur der Dolch sein kann. Wow, das ist mir alles zu hoch. Okay, soweit, ja, okay, beim nächsten Mal denke ich auch hoffentlich soweit. So, das war doch, das war jetzt hier schon rum. So um 17 Ecken rum.